Guten Tag, hier ist der Baumann, der Lehrer aus Berlin. Vor mir liegt die BZ vom 30. November 2020 und ein Kommentar von Herrn Schupelius. Vielen Dank, Herr Schupelius, das sind die richtigen Fragen. Die Risikogruppen müssen besser geschützt werden. Darüber sind wir uns alle einig. Doch über die sogenannten Corona-Intensivpatienten in den Berliner Kliniken ist wenig bekannt. Ist umfangreiches Wissen über Corona-Patienten nicht die eigentliche Voraussetzung, um gezielt die richtigen Maßnahmen einleiten zu können? Diese Fragen stellt Herr Schupelius. Und auf Anfragen an die zuständige Berliner Gesundheitssenatorin Frau Kalaitschi wurde der BZ bislang nicht geantwortet. Herr Schupelius wiederholt heute in seinem Kommentar die gestellten Fragen. Er fragt sinngemäß: Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Patienten? Haben die Patienten Übergewicht? Welche weiteren Erkrankungen haben die Patienten? Ist SARS-CoV-2 die Ursache der Krankenhausbehandlung oder nur ein weiterer Befund neben schwereren Erkrankungen, zum Beispiel Herz-Kreislauf? Aus welchem Ort bzw. Bezirk stammen die Patienten? Und welche Staatsangehörigkeit haben sie? Wo haben Sie sich angesteckt? Welcher Virenlast waren Sie am Ansteckungsort ausgesetzt? Die Angabe der Berufsbezeichnung wäre vielleicht auch sinnvoll, ne? Verkäufer, Taxifahrer, Lehrer, Krankenhauspersonal, Altenheimpersonal. Erfolgte die Ansteckung innen oder außen? Haben Sie alle Hygieneregeln eingehalten? Hielten Sie die Abstände ein? Trugen Sie Masken? Eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Daten ist dringendst geboten, damit Risikogruppen gezielt besser geschützt werden können. Tja, schade, dass diese Antworten nicht bereits auf dem Tisch liegen.